Leute, alle guten Dinge sind, wie man weiß, 30 oder 3. Und jetzt komm, hier, ich wette, das klappt. Bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Ja, nein, das ist doch nicht zu fassen. Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute zocken wir mal wieder eine Map und zwar wurde diese Map gemacht von Team Wulu. Ich hoffe, das ist richtig der Name und zwar ist das eine Map, wo wir halt ja 10 Sachen zersprengen müssen. Es gibt 10 verschiedene Level und wir müssen halt immer mit einer bestimmten Anzahl von TNT etwas zersprengen. So gesehen 10 Arten Sachen oder Häuserkonstruktion zu zersprengen und ich weiß gar nicht, ob ich mich an hart wagen soll. Also Level 1 könnte ich mich sogar noch an hart wagen, aber komm, ich mach's einfach mal aus Prinzip immer auf Normal. Ich denke mal, das ist besser so. Sollen wir zocken einfach mal ganz kurz. Okay. Ihr habt schon gesehen, es baut sich immer so ein Haus auf und wir müssen immer versuchen, etwas zu zerstören. Im Chat steht auch schon mal also immer so eine kleine Story, sage ich mal. Guck auf dieses Noob-Haus, das ist nicht so, wie es gebaut werden sollte. Gib denen eine Lektion und jagt dieses Haus in die Luft. Und das ist eigentlich eine ziemlich lustige Sache. Wir können jetzt beispielsweise hier TNT platzieren. Hier TNT platzieren. Vielleicht noch hier TNT platzieren. Ich weiß es nicht, vielleicht war das auch nicht richtig. Und auf dem Dach. Und wenn jetzt können wir es anzünden und wir gehen automatisch in den Spectator-Modus und können gucken, ob das Haus jetzt in die Luft gesprengt wird. Ne, das war der falsche. Ah, scheiße. Und so läuft das Ganze hier ab. Man muss halt einfach versuchen, irgendwie alles in die Luft zu sprengen. Das finde ich eigentlich mega nice gemacht. Also die Idee, die dahinter steckt. Es ist simpel, aber geil. Es ist einfach geil. Und jetzt vielleicht? Und jawohl, so will ich das sehen. Great job. Ja, und dann sehen wir ja schon, es werden automatisch Goldblöcke bis zu dieser Difficulty gesetzt. Und dann können wir auch schon ins Level Nummer 2 gehen. So, wait, what? Okay. Und hier ist ebenfalls wieder, hier ist wieder was anderes. Also hier muss man jetzt so eine kleine Holzbude zersprengen. Wir haben diesmal 10 TNT. Und ich versuche das mal irgendwie so ein bisschen zu verteilen, dass sich das TNT auch gegenseitig gegenseitig zersprengt. So, hier vielleicht, dann ein bisschen so in die Höhe treiben vielleicht, ich weiß es nicht, ob das eine gute Idee ist. Okay, und vielleicht ein TNT noch ins Haus rein, würde ich sagen, ich weiß nicht, das Dach müssen wir eigentlich auch irgendwie wegsprengen. Ob das was wird, ich habe keine Ahnung, aber wir werden es sehen. So, komm, wir versuchen einfach mal unser Glück, das sollte nah aneinander sein. Okay, komm, enttäusch mich nicht, enttäusch mich nicht. Ja gut, ob das jetzt gut war, ist eine andere Frage. Wir versuchen es aber nochmal, indem wir das hier anzünden. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir lieber das TNT anzünden, anstatt das andere. Ja, 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 ja. Och man. Uns fehlen genau so ein paar Blöcke. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal neu, würde ich sagen. Okay Leute, dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal aus. Ich platziere jetzt auch mal ein bisschen mehr TNT vielleicht ins Haus rein. Ich denke mal, das sollte ganz gut sein. Platziere ich am besten nochmal ein TNT so aufs Dach, das wirklich, um sicherzustellen, dass alles weggesprengt wird. Und ich würde sagen, wir zünden das Ganze hier drin. So, und schauen uns das Ganze mal hier an. Und? Och, komm schon. Hier wird dann auch mit was weggesprengt. Hier. Wir müssen erstmal sicherstellen, dass auch dieser untere Bereich weggesprengt wird. Das sollte jetzt aber eigentlich so langsam der Fall sein. Okay. Der untere Bereich ist, sollte soweit weggesprengt werden. Dann schauen wir uns den oberen Bereich an. Hier, hier und etwas noch im Haus drin. Ich würde sagen, so die Mitte. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Wir könnten jetzt rein theoretisch hier die erste Explosion machen. Und ich hoffe, das klappt. Ich weiß es nicht. Oh, bitte, 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 bitte. Na, das hat ja gut geklappt. Zünden, vielleicht erstmal hier zünden. Und oh, 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 bitte. Ach, komm schon. Warum? 2 Blöcke. Stellt euch doch nicht so an.
30 oder 3. Und jetzt komm, hier, ich wette, das klappt. Bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Ja, nein, das ist doch nicht zu fassen. Okay, dann versuchen wir es mal anders aus. Und zwar zünden wir erstmal das hier, was ziemlich nah aneinander ist. Ich wette, der Bereich bleibt wieder übrig, oder? Oh, oh, oh. Jo! Leute, ich muss sagen, das war einfach viel, viel, viel zu einfach. Abgesehen davon, dass wir 30 Fails hatten. Crafty Business. Oh je, oh je. Jetzt haben wir 27 TNT. Deshalb zersprengen wir das Ganze mal. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ne? Also ich meine, zersprengen, dafür sind wir ja bekannt. Das ist unser Themengebiet, das können wir am besten. Wir sind nicht umsonst Exploding Pad. Und hier, Workbench. Na, grüß dich. Du bist gleich erstmal weg vom Fenster. Okay. Aber ich muss sagen, hier hat man verhältnismäßig vielleicht sogar zu viel TNT. Und ich weiß, ich werde die Aussage vermutlich in wenigen Minuten bereuen. Ja, das ist mir klar. Aber, naja, ist mir egal. Mit gesprengt werden. Also ich sehe das ganz optimistisch. Schauen wir mal, wo können wir anfangen? Vielleicht hier? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So. Und? Ja, das war... Also ich muss sagen, das Level war wirklich einfacher als gedacht. Naja, ist halt manchmal so. Gut, dann gehen wir mal in Level 4 rein. Das werden wir ganz schnell ändern, denn gleich befindet sich dieses Haus, ja, im Jenseits. Komm, und deshalb springen wir mal... Oder packen unser Wundermittel hier hin, möchte man ja schon fast sagen. Das ist ja schon die Erlösung, könnte man beinahe sagen. Ist ja jetzt hier nichts Schlimmes. Ich meine, etwas sprengen, das ist doch wirklich überhaupt nichts Verwerfliches. So, okay. Natürlich um das Haus herum, das TNT, das darf da auch nicht fehlen. Und auf dem Dach, wir wollen ja nicht sparen, ne? Sparen ist hier auf jeden Fall nicht drin. Hier ein bisschen. Ey, mir kommt so vor, als würde man jetzt hier ein bisschen zu viel TNT haben. Also, keine Ahnung, also jetzt gerade beim zweiten Level, da war das irgendwie so, dass man ziemlich wenig hatte. Aber hier, Alter, kommt mir schon ziemlich viel vor. Aber wir schauen mal, bevor ich zu viel Brumm pushe. Was passiert hier? Ja gut, komm schon, ein Block. Ist das dein scheiß Ernst? Ein Block? Ist das... Warum tust du mir das an? Warum? So, ich bin aber noch optimistisch und hoffe mal, dass die Konstruktion ganz okay war und zünde einfach mal hier am Anfang. So, wir schauen uns das mal an, was jetzt passiert. Und... Okay. Okay. Ja, 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 ja. Und, Leute, ein Block ist kein Block, deswegen ging das klar. Okay, ich würde sagen, ein Level machen wir noch, Level 5. Und it's getting windy. Hä? Was ist denn das? Warte mal, Moment mal. Das ist, glaube ich, nicht so, wie es sein sollte. Ach so, ich war hier irgendwie nur am Rumbuggen. Okay. Ja gut, dann muss ich mir jetzt aber auch... Nee, komm, ganze mehr TNT lassen wir. War wohl ein bisschen am Buggen. So, jetzt Game Mode 2. Das ist also jetzt das Ganze, was wir hier zerstören sollen. Das kann ich mal ganz wegpacken. So, hier was hin, hier was hin, hier was hin, hier, hier. Würde ich sagen, ein abschließendes TNT hier. Wir können nochmal ganz kurz hochgehen. Was haben wir denn hier? Okay, da ist natürlich auch ein bisschen TNT drin. Das darf natürlich nicht fehlen. Der Partyknüller. Okay, und jetzt gehen wir nochmal ganz schnell auf das Dach, würde ich sagen. Obwohl, hier fehlt noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen zu wenig. Und so, jetzt können wir mal hier hochgehen und auch nochmal... Alter, okay, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Hier müssen wir dran arbeiten. Hier. Wir sind ein hier. Hier. Ja, dann schauen wir mal, ne? Bam. Okay, Leute, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Es fehlen einfach 4 Blöcke. Komm schon. Ich denke mal, das könnte aber noch drin sein, wenn wir vielleicht einen anderen Block an... ja, für die Sprengung verantwortlich machen, so gesehen am Anfang. Vielleicht der hier? Ich weiß es nicht, könnte gut möglich sein, vielleicht aber auch nicht. Ne, es fehlen immer noch ein paar Blöcke. Warte mal, das sind eher so, das ist ja eher so dieser Bereich, ne? Der Bereich hier vorne mit dem hier. Okay, vielleicht, ich weiß es nicht, schauen wir mal. Okay, okay. Ja, es hat geklappt, tatsächlich, Alter, nice. Gut,
das war schon Level Nummer 5 und das waren, ja, ein paar Arten, wie man Sachen zersprengen kann. Also merkt euch, Leute, ne, ihr wisst, wie es läuft, immer schön explosiv bleiben. Keine Ahnung, fragt mich nicht, was ich da laber. Nee, aber wenn ihr vielleicht einen zweiten Teil haben wollt, dann lasst gerne mal eine positive Bewertung da, dann bringe ich noch einen zweiten Teil raus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann kommt heute um 19 Uhr das zweite Video. Ciao!